Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Ich bin gerade in Frankfurt. Wir sind auf dem Weihnachtsmarkt und ihr fragt euch, Weihnachtsmarkt? Ja, das ist so ein Rooftop-Weihnachtsmarkt. Hier direkt an der Konstablerwache, direkt neben dem Pick und Kloppenburg. Auf dem Dach, man kann sogar ins Parkhaus reinfahren und bis zur 5. Etage. Ich habe direkt am Eingang geparkt und bin dann hier. Wir können gleich mal zusammen reingehen. Und Leute, wie ihr sehen könnt, haben wir eine wunderschöne Aussicht hier auf die Skyline von Frankfurt. Lasst uns doch einfach mal reingehen. Gucken wir uns ein kleines bisschen um. Wir dürfen gerne die Kamera einmal hier rumschwenken. Ja, die wunderschöne Aussicht haben wir hier von überall. Und das kann man bei einem Glühwein genießen. Da gibt es nämlich Glühwein und direkt nebenan Churros. Mmh, lecker. Lieber Scholli, hier ist ja echt richtig viel los. Ich muss mich hier so ein bisschen durchwurschteln. Gehen wir mal ans andere Ende. Da haben wir Suppen und Glühwein. Ja, geh mal vor. Ja, Glühwein, soweit das Auge reicht. Also ich sehe nur Glühwein, um ehrlich zu sein. Glühwein, soweit das Auge reicht. Aber ob es auch was zu essen gibt, müssen wir rauskriegen. Bisher habe ich nur die Churros gesehen. Ich gehe jetzt hier einfach mal vorne weg. Der Geräuschpegel ist hoch. Am anderen Ende angelangt. Wie ihr seht, geht es hier nicht weiter. Ist alles nur Scheibe, aber hier hat man zumindest seine Ruhe. Jetzt muss ich da nochmal durch, ekelhaft. Der Crepe-Stand, da warte ich garantiert nicht, auch wenn ich jetzt richtig Bock auf Crepe hätte. Ich glaube, wir gehen mal weiter, aber das ist so ein Gedrängle, das ist, bah, mag das nicht. Weiter, guckt euch das mal an, wie das ist, sich hier durchzuwurschteln. Da kommt mein Kameramann noch nicht mal mit. Ja, dann steht man da und manche gehen weder nach rechts noch links und du stehst dann davor. Und selbst wenn du Entschuldigung sagst, hören sie es nicht. Wie gesagt, kann man nur mit viel Glühwein ertragen. Hier haben wir einen Weihnachtsbaum stehen. Schön. Ich habe gerade auch belgische Waffeln und Rotwein gesehen. Hier haben wir Pizza, wahrscheinlich auch mit Rotwein. Glühwein. Und was ich besonders interessant finde, ist das hier, ihr Lieben. Eine geschlossene Area. Was es da drin gibt, weiß ich nicht. Also Baumstriezel haben wir hier zu unserer Linken. Und was das ist, weiß ich gar nicht. Ach, da kann man rein und sich reinsetzen. Warum sitzt denn hier keiner, wenn man sich reinsetzt? Kann man reingehen? Komm, kann hier jeder rein? Ich weiß es nicht. Ja, scheint so. Oh, das ist ja genau wie für mich gemacht hier. Das ist super. Ja, Leute essen hier. Ich glaube, ich hole mir gleich was zu futtern und dann setze ich mich hier hin. Ich stelle mich gar nicht da in dieser Menschenmenge. Jawohl, Alter. Wo bin ich live? Nirgends. Auf TikTok. Auf TikTok. Ja. Servus, Leute. TikTok. Wie heißt du? Salami TV. Alle Salami TV, Salami TV abonnieren. Genau, genau. Da habt ihr was davon. Das bringt euch Mehrwert. Abonniert, macht so. Glocke aktivieren. Genau. So. Folgen, ihr werdet es nicht bereuen. Jetzt musst du nur noch ein lecker sagen. Kommentiert eure Freunde, markiert eure Freunde. Macht den Jungen groß. Der hat's verdient. So, um eins muss ich dich noch bitten. Kannst du noch lecker sagen? Um was geht's? Lecker, das ist mein Slogan. Okay, lecker. Bester Typ bei diesem Kollegen. Bester Mann. Ja, wie ihr seht, Leute, ist es hier sehr, sehr unterhaltsam. Ich würde sagen, wir holen uns mal was zu futtern, ne? Raus hier. Also Leute, ich muss sagen, das Schönste hier ist tatsächlich nach wie vor die Aussicht. Da drauf zu gucken, ist einfach nur so ein Traum. Finde ich super. Wir haben hier die eine geschlossene Area hier gesehen, wo wir den netten Mann getroffen haben, der gar nicht getrunken hatte und gut drauf war. Und hier zu unserer Rechten haben wir noch so eine geschlossene Area. Aber was es dort gibt, keine Ahnung. Sollen wir mal durchs Fenster gucken? Komm, wir gucken mal durchs Fenster. Oh, 5 Euro Eintritt kostet das hier. Das ist. Komm mal her, guck mal hier rein. Da sitzt die Crème de la Crème, 5 Euro, so ein bisschen. 5 Euro, für 5 Euro kriegen wir das hier. Ah, okay. Aber wir gucken mal, was wir machen. Ich fand das hier schöner, da ist ja auch viel los. Aber es ist ein bisschen ruhiger als hier draußen. Vor allem, es regnet, ne? Aber macht nichts. Ein bisschen Glühwein und dann geht alles. Kannst auch, keine Ahnung, Erdbeben überleben. Oh, das sollte ich lieber nicht sagen. Solche Witze passen nicht bei mir. Also, ich brauche jetzt erstmal was Leckeres. Hier habe ich den Baumstriezel, aber ich glaube, ich möchte Churros haben. Churros, ne? Ja, wir nehmen Churros. Kommt mit. Lecker. Ja, wo sind denn die Churros? Ich glaube, die waren ganz am Anfang. Da gehe ich jetzt mal hin.
Ich habe den Churros-Stand gefunden. Der ist tatsächlich ganz am Anfang hier vorne. Es gibt nur ein kleines Problem. Guckt euch bitte die Schlange an, wie weit die geht. Die Schlange geht bis dahin. Einmal bitte schwenken und so weiter und so fort. Die geht bis nach hinten. Das ist nicht ekelhaft. Toll, oder? Oh, das ist jetzt aber dumm gelaufen. Die haben jetzt hier gewartet und da oben steht Churros, aber die haben ja nur Glühwein hier. Wo gibt's denn hier Churros, bitte? Ich glaube, wir gehen hier lieber mal raus aus der Schlange, ganz unauffällig. Oder kaufen die alle einfach nur Glühwein, weil ich sehe da vorne Nutella. Wozu haben wir denn Nutella, wenn es hier keine Churros gibt? Fragen kostet ja nichts, ne? Wir haben keine Churros, ich glaube das nicht. Ich glaube, es ist ausverkauft, weil die meinte, ihr hättet ja auch durchkommen können und fragen können. Also sie hat das ganz nett gesagt, aber check ich nicht. Und die hinter mir dann auch so, keine Churros, also ist das gar nicht so verkehrt, dass ich mich da angestellt habe. Da steht ja auch Churros riesengroß, ich zeige euch das mal. Churros, aber haben sie nicht. Ich glaube, dann nehmen wir Crepe, oder? Ja, jetzt müssen wir wieder ans andere Ende. Und ihr wisst ja, ich liebe das. Deswegen einmal ab durch die Menschenmasse, durch die Menschenmenge. Und verderben. Und einmal hier durchdrängen. Auf jeden Fall spielt hier gute Musik. Ist eher so Disco-Stimmung als Weihnachtsstimmung. Aber gut, komm. Ich würde sagen, Partystimmung garantiert. Die Disco-Kugel sagt ja schon alles. Also ich glaube, ich hätte vorher ein paar Gläser Glühwein trinken sollen. Dann wäre ich auch in diesem Modus, hier mich so durch die Menschenmenge zu quetschen. Aber ohne, ich bin so ein bisschen schüchtern von Natur aus. Schüchtern und zurückhaltend, wie ihr wisst. Ne? Aber wir haben es fast zum Treppstand geschafft. Wir sind fast da. Jetzt müssen wir nur noch das andere Ende der Schlange finden. Ach du grüne Leine, jetzt kommen sie auch noch alle hier. Schrecklich. Oh mein Gott. Wie ihr seht, geht es keinen Schritt voran. Auf jeden Fall warte ich jetzt schon seit ein paar Minuten hier und es tut sich nichts. Aber sobald ich mein Crepe habe, gehe ich in die Ecke. Wir gehen nicht rein, sondern können wir einmal dahin schwenken. Ja, bitte. Genau. Dann können wir uns bei der Gelegenheit auch angucken, was es da so gibt und da in Ruhe essen. Hoffe ich doch zumindest. Wir warten jetzt seit 10 Minuten hier und ich stehe hier genau an der Hauptverkehrsader. Die Leute gehen vorn und hinten durch und das geht mir gerade tierisch auf die Nüsse. Und es geht kein bisschen voran. Seit 10 Minuten sind wir nicht einen Millimeter vorangekommen. Boah, das ist ja mal gar nichts für mich, ne? Ich glaube, ich will nach Hause. Ey, das ist kein Wunder, dass das so lange dauert. Da ist einfach nur ein junges Mädel, die da arbeitet. Aber die arbeitet sowas von gechillt. Das verstehe ich nicht. Ne? Ein Crepe kostet so viel wie ein, keine Ahnung, wie 10 Liter Benzin mittlerweile. Und da stellen die nur ein Personal hin, eine Mitarbeiterin, die noch nicht mal engagiert aussieht, sondern irgendwie, ja keine Ahnung, als müsse sie es machen, als wäre sie dazu gezwungen. Also kein bisschen Freude und so. Aber in dem Tempo arbeitet sie halt auch. Es geht kein bisschen voran. Das ist Wahnsinn. Am liebsten würde ich jetzt sagen, scheiß auf Crepe, ich gehe nach Hause, aber ich mache das auch nur, um Content zu haben, um euch zu zeigen, wie der Crepe so aussieht, weil ihr ja nicht wisst, wie ein Crepe aussieht, ne? Damit ich mal so ein lecker bringen kann. Oh, jetzt stehen sie zu zweit da. Die andere, die ist auch so ein bisschen zu lauter oder auch nicht. Nee, die ist genauso gechillt. Einige gehen auch schon aus der Schlange raus, weil die das sehen, dass zu blöd ist. Wahnsinn, zeig euch das mal. Schau das mal an. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich glaube, ich gehe gleich. Ich glaube, das ist mir zu blöd. Wir warten hier schon seit 15 Minuten. Wir sind nicht einen Meter vorangekommen. Deswegen scheiß auf Crepe. Wir gehen jetzt nach Hause. Aber wir lassen den Damen, die hier schon hinter uns stehen, den Vorrang. Ihr dürft gerne unsere Stelle haben. Sehr gerne. Viel Spaß beim Warten. Also, ich werde jetzt gleich gehen und hier komme ich nur noch hin, wenn ich mich richtig besaufen will. Und wenn es mir völlig scheißegal ist, wer mich wo anpackt, denn das ist mir hier ein bisschen zu eng, das ist für mich gar nichts, Leute. Ich kriege schon klaustrophobische Zustände hier. Aber gut, ich will es nicht schlecht reden. Nettes Publikum, sehr zufrieden. Die kriegen nur nicht mit, was um sie herum passiert, weil alle irgendwie natürlich ne, gut getrunken haben. Aber nett sind sie. Ich habe jetzt keine negativen Vibes bekommen. Ich werde euch gleich das Parkhaus zeigen. Das ist nämlich genau, wenn man hier rausgeht. Und dann fahren wir auch gemeinsam raus. Aber vorher noch ein letzter Tipp. Wo kann man das beste Foto hier machen? Entweder hier unten, das ist quasi am Ausgang. Oder auf der anderen Seite, da sind wir hergekommen, da ist der Eingang. Da habt ihr nämlich einen wunderschönen Blick auf die Skyline oder aber da ganz hinten am Ende. Aber hier hat man seine Ruhe beim Foto machen. Jetzt mache ich erstmal ein paar Fotos hier und dann zeige ich euch das Parkhaus.
Okay. Sieht ja schrecklich. Noch eins. Warte, ich glaube, ich mach doch. Mit Snoopy ist süßer. Okay, das reicht. Da kann man nichts machen. Ich sehe nur mal so. Ich muss sofort nach Hause. Ich muss sofort nach Hause. Nur um euch mal zu zeigen, wie hoch das hier ist. Wir sind, glaube ich, hier auf der 5. Etage, ihr Lieben. Und wir gucken uns das mal an. Ich hab's gleich. Ja, so hoch ist das hier. Wahnsinn, ne? Ist ja gruselig. Allerdings, Leute, muss ich euch... Oh, jemand hat meine Kamera getroffen. Ich muss euch sagen, dass ich mich auf diesen Treppen hier gar nicht sicher fühle. Guckt euch das mal bitte an. Moment, ich hab's gleich. Wo sind denn meine Füße da? Sobald hier mehr Leute draufstehen, merkt man, wie das so einbiegt. Und das macht mir ein bisschen Angst. Also, ich muss sagen, das ist echt nicht so meins. Ne? Ich gehe jetzt zum Auto. Ich zeige euch jetzt, wie sich das... Seht ihr das, wie sich das verbiegt, wenn die drauftreten? Und man fühlt das, wenn man da drauf steht. Das ist ein ganz, ganz übles Gefühl, muss ich sagen. Jetzt aber weg hier. Da oben sind wir hergekommen, wie ihr sehen könnt. Und wir gehen jetzt runter zum Parkhaus. Wie versprochen, zeige ich euch jetzt, was für einen Luxus man hier hat, wenn man hier oben geparkt hat. Jetzt sind noch viele Plätze da. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das hier ist, wenn es so richtig voll ist da oben. Das war ja schon so unangenehm. Aber das Parkhaus war leer. Ich glaube, 6. Etage sind wir. Nee, 5. Hier seht ihr das, 5. Etage. Und mein Auto ist direkt hier. Moment. Ja, hier stehe ich. Ist das nicht geil? Wir fahren jetzt gemeinsam raus und dann machen wir eine kleine Rundfahrt durch Frankfurt. Kommt mit. Oh, mein Schlüssel ist weg. Scheiße im Dreck. Scheiße, wo ist mein Schlüssel? Immer das Gleiche mit mir hier. Das ist der Nachteil, wenn man so dick verpackt ist, eingepackt ist, kann man sich gar nicht bewegen. Das ist ja schrecklich. Okay, komm rein jetzt. Komm. Nett sind sie ja hier, ne? Ja, nett sind die Leute, ne? Die lachen alle. Cool. Ja, jetzt komm rein, du. Komm rein. Ja. Oh, es gibt ein kleines Problem, Leute. Bezahlen kann man nur ganz unten. Deswegen muss ich jetzt einmal bis nach unten fahren, irgendwo stehen, dann bezahlen und dann raus. Nur, dass ihr dran denkt, bevor ihr zur Schranke fahrt. Ja, jetzt bin ich hier bis nach unten gefahren. Hör mal, da kriegt man ja einen Drehwurm, wenn man da runterfährt. Mir ist richtig schwindelig. Wenn du da noch ein bisschen was getrunken hast, selbst wenn du Beifahrer bist. Prost Mahlzeit im wahrsten Sinne des Wortes. Ach du Scheiße, jetzt ist da voll die lange Schlange. Nein. Ah ne, die warten auf die Aufzüge tatsächlich. Der Kassenautomat ist hier. Oh, jetzt weiß ich mein Kennzeichen nicht. Ja Leute, ganze 4 Euro. Ich war noch nicht mal, ich glaube noch nicht mal eine Stunde da, oder? Doch, eine Stunde war ich da. Aber 4 Euro ist schon happig. Aber gut, kennt man hier so, ne? Sind ja auch in Frankfurt. Und Kartenzahlung ist normalerweise möglich, aber jetzt gerade nicht. Zum Glück hatte ich Bargeld dabei. Okay, so, jetzt fährt man nur durch. Das ist so ein Kennzeichenerkennungssystem. Nichts mit Karte oder so. Ja, wir sind hier ganz weit in Frankfurt. Kennt er nicht, ne? So. Jetzt einmal wieder hier raus. Da sind wir hergekommen und da habe ich kurz gehalten. Und damit euch das nicht passiert, vorher bezahlen. Blöd gemacht, ne? Ja, normalerweise kommt man ja auch von unten rein, das stimmt. Los geht's! Hier fahren wir über die Brücke. Fragt mich nicht, wie die Brücke heißt, aber ist eine Parallelbrücke auch zu dem Eisernen Steg, wo ich immer unterwegs bin. Eine tolle Aussicht auf die Skyline gibt es von hier auch. Okay, meine Lieben, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren, kommentieren, ein Like da lassen und gerne Anregungen schreiben, Wünsche, was ihr euch sonst noch so alles wünscht. Und ein Feedback geben, wie das Video gewesen ist und eure Fragen und so könnt ihr auch alles reinstellen. Habt euch lieb, seid nett zueinander, schlaft schön und träumt was Süßes. Gute Nacht, ciao, ciao.